Weh wie Wermut. Der Wermut ist vor allem als Bestandteil des alkoholischen Getränks Absinth bekannt, welches Halluzinationen hervorrufen soll. Als Heilpflanze kann Wermutkraut bei verschiedenen körperlichen Beschwerden angewendet werden. Wermut oder Wermutkraut wird auch als bitterer Beifuß oder Alsem bezeichnet und ist eine Pflanzenart in der Gattung Artemisia in der Familie der Korbblütler. Die Pflanze mit dem wissenschaftlichen Namen Artemisia absinthium hat ihren Ursprung in Europa und Westasien. Später wurde sie auch in anderen Gebieten wie Nordamerika angebaut. Große Bekanntheit erreichte der Wermut zunächst durch die französische Kunstszene rund um Van Gogh, die den Wermut verstärkt in Form des alkoholischen Getränks Absinth genoss. In hoher Dosierung und bei Langzeitgebrauch verzehrt soll Absinth aufgrund des enthaltenen Nervengifts Thujon Körper und Psyche negativ beeinflussen können. Aus diesem Grund wurde das Getränk für lange Zeit verboten. Heutzutage enthält Absinth deutlich weniger Thujon und darf deshalb wieder ausgeschenkt werden. Auch zu medizinischen Zwecken wird der Wermut heute nur noch verdünnt und oftmals in Kombination mit anderen Heilpflanzen angewendet und ist daher in diesem Kontext weitestgehend unbedenklich. In geringen Mengen können sich die enthaltenen Bitterstoffe in Wermut förderlich auf die Gesundheit auswirken. Dazu ist vor allem die innerliche Einnahme des Extraktes in Form eines Tees oder einer Tinktur üblich. Bei dem Teegenuss ist darauf zu achten, dass beim Süßen des Getränks nicht nur der Geschmack, sondern auch die Wirkung der Bitterstoffe des Wermuts abgeschwächt werden. Für den Wermutextrakt werden die Blätter und oberen Sprossteile gesammelt und getrocknet. Die äußerliche Anwendung durch Umschläge und Bäder lindert Hauterkrankungen wie schlecht heilende Wunden, Geschwüre und Insektenstiche. Traditionell wird der Wermut sogar als Wurmmittel eingesetzt. Der Wermut hat unter anderem blutreinigende, kreislaufstärkende und stark menstruationsfördernde Eigenschaften. Die positive Wirkung bei Verdauungsstörungen ist vor allem auf die Bitterstoffe der Pflanze zurückzuführen. Das im Wermut enthaltene Thujon ist leicht giftig und sollte daher niemals unverdünnt eingenommen werden. Dieser Inhaltsstoff ist auch der Grund dafür, dass das alkoholische Getränk Absinth bei übermäßigem Verzehr schwindelerregend wirken kann und Halluzinationen auslöst. Achtung! In der Schwangerschaft ist generell von der Einnahme abzuraten, da Wermut wehenfördernde Eigenschaften aufweist. Der gezielte Gebrauch während der Geburt sollte daher mit einem Arzt abgesprochen werden. Darüber hinaus sollten Personen mit Magen- und Darmgeschwüren auf Wermut verzichten. Übrigens, umgangssprachlich spricht man dann von einem Wermutstropfen, wenn etwas an sich Schönes einen bitteren Beigeschmack hat, was den positiven Gesamteindruck beeinträchtigt. Diese Redensart lässt sich direkt auf den bitteren Geschmack des Wermuts zurückführen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Und schaut noch bei unseren anderen Kräutervideos vorbei, hier auf unserem Kanal. Und vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Gerne könnt ihr auch eure Meinung in den Kommentaren dalassen. Bis zum nächsten Mal und ciao.